Man war durchaus selbstbewusst hierher gereist, genauso selbstbewusst wie die Fans. Und Klaus Allofs, ein Schock für den ersten FCK, das 1:0 in der 16. Minute. Das 8. Saisontor des Mannes, der aus Frankreich zurückkehrte in die Bundesliga. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, denn Werder hatte mehr getan. Aber dennoch, wie gesagt, ein Schock für den Anhang des ersten FC Kaiserslautern. Runde 8000 waren mitgekommen aus der Barbarossa-Stadt in der Westpfalz hier nach Bremen und hatten den ganzen Tag über in der Fußgängerzone für viel, viel Wirbel und Lärm gesorgt. Und dann dieses Tor von Allofs.